Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Ja, es sieht so aus, als wären wir kurz vorm Ende. Wir haben alle Welten durch, wir haben alles 100% geschafft. Und jetzt müssen wir hier in die Mitte gehen, vermutlich mal stark. Und mal sehen, was jetzt passiert. Das sieht schon mal extrem geil aus. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Willkommen, Gruntilda ist mein Name. Es spielen der Bär und die Vogeldame. Das steht der Held, der sich bis zum Quiz gequält. Jetzt geht es einmal noch hoch her. Für die beiden wird es jetzt zu schwer. Wunderschöne Preise locken. Wollt ihr in der Stube hocken? Mein kleines Quiz ist wunderbar. Und Tutti bleibt für immer da. Der Weg ist lang und schwer. Euer Pech erfreut mich sehr. Bald nimmt ein Lava-Badebär. Das Bild wird sicher legendär. Nun läuft auf das Brett und drückt A, dann wird es nett. Nein. Dann mach ich erstmal zum Kessel. Ich weiß gar nicht, wo der uns hinführt. Aber es sollte mir auch ziemlich egal sein. Den... Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch zum Quiz. Ach ja, kleine Pannen am Anfang. Das ist doch klar. Ich sehe, der Kleine ist zurück. Verlassen wird ihn gleich das Glück. Na gut. Das ist ein wunderschönes Spielbrett und diese einzelnen Icons da, auf die man sich bewegen kann, bedeuten verschiedene Sachen. Und was ihr nicht wisst, ich habe offscreen die Schwester von Gruntilda überall besucht und habe sie nach Fakten ausgefragt über Gruntilda, damit wir diese auch beantworten können, falls sie uns hier gestellt werden. Ich hoffe, ich konnte mir einiges davon merken. Naja, wir werden sehen. Wir fangen am besten einfach mal an. Eine kleine Antwort betreffend das Spiel. Hoffentlich verlange ich nicht zu viel. Oh Gott, das wird spannend. Hä? Ah. In Fritzis Peak, das Blablabla, den Weg durch viele Tore musst du rennen. Was? Das weiß ich doch nicht. Boah. 28? Das war falsch. Das kann ich mir doch nicht merken. Ich hab die doch nicht gezählt. Ich freue mich über die Qual, drücke A und probiere es noch einmal. Ach, wir können auch nicht trotzdem mit zwei, aber wir müssen noch mal eine Frage aus dem Spiel richtig beantworten. Na gut. Was macht Mumbo, wenn im Klick-Klock-Wald der Winter ist so bitter kalt? Er sitzt vor dem Kamin, er ist nicht da, er baut Schneemänner. Er ist nicht da, das weiß ich. Das haben wir doch gesehen. Ich rieche schon den Braten. Du hast sicher nur geraten. Okay. Wer das Spiel nicht hat, verpennt, der sicher jedes Bild erkennt. Wenn du kein ganz Dummer bist, sag mir dann, wo das hier ist. Okay. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Das könnte irgendwas in Gobbys Valley sein? Mumbus Mountain, Treasure Trove Cove, Gobbys Valley. Ich probiere mal Gobbys Valley. Ja, das war sogar richtig. Höre die Menge, sie schreit ganz verzückt. Wenn du verlierst, wird sie verrückt. Okay, wir holen uns mal wieder ein Leben. Auch mit ein bisschen Energie rettest du deine Schwester nie. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Ups. Was du nicht weißt von mir, das möchte ich sehen. Sonst kannst du gehen. Okay, was ist die Frage? Nun lasse erklingen aus deinem Mund, auf welchen Namen hörte mein Hund? Das war Waldi. Ah, das habe ich mir gemerkt. Ich habe offscreen, wie gesagt, mir das alles angeguckt. Oh, Kraus, meine miese Schwester schwätzt alles aus. Ja, die liebe Schwester hat uns einiges über dich verraten, meine Gute. Ich gucke gerade wegen... Ja, ist alles okay. Es ist da hinten auch noch ein Leben, das ist sogar ein extra Leben und ein Joker. Will ich einen Joker haben? So ein Joker wäre eigentlich ganz nice. Aber jetzt sind wir hier schon mal. Okay, wir gehen einfach zum nächsten.
Hast du es vergessen, wie viele Würmer möchte der Adler in Click Clock Wood im Herbst fressen? Ich glaube, es waren 10. Ja, 10 waren's. Ja. Oh, wir sind ganz schön gut, ne? Oh, das, die wollte ich gar nicht nehmen. Scheiße, hätten wir für später gebraucht. Mist. Deine Hoffnung will ich dämpfen. Den hier musst du kämpfen. Okay. Ich bin mal gespannt. Haue die Bienchen über den Haufen, bevor die Zeit ist abgelaufen. Ach du Scheiße. Das ist ja gut gelaufen. Ich haue sie nämlich alle über den Haufen. Gut, wir gehen mal weiter. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag mir, wo das hier ist. Na, schauen wir mal, wo das hier ist. Das ist natürlich in... Ach, ihr wisst schon. In Rusty Bucket Bay. Rusty Bucket Bay, doch ganz klar. Aha. Sehr gut. Der Schlangenbeschwörer eine Hilfe ist, doch welche Bezahlung er ungern vermisst. Ich glaube, es waren Eier. Ein goldener Löffel? Nein, einige blaue Eier. Haha. Ich bin gut. Oh Gott. Viele Töne wirst du hören. Deinen Erfolg werde ich zerstören. Sage mir sofort, die Melodie erklingt an welchem Ort. Klingt nach irgendwas in der Monster-Mansion. Kaffarus-Höhle. Ach nee. Im Bienenstock? Oh, das war geraten. Gut. Ich glaube, hier verlieren wir ein Leben. Für eine falsche Antwort wirst du dich schämen. Und ein Lavabad nehmen. Oh Gott, ich habe Angst. Die riesige Pflanze im Wald, wie wird sie bewässert? Sage es mir bald. Von einem Wassergeist, von einer Gießkanne, von einem Kamel. Das weiß ich. Oh ja, wir sind gut. Noch eine Frage über Grundi. Na gerne. Meine Unterwäsche ist nicht neu. Ich mich an welchen Design erfreue. Giftgelb, schwarz-blau oder rosa-grün. Sie ist schwarz-blau gestreift. Das habe ich mir auch gemerkt. Gut, das Witzige ist bei diesen Kundi-Fragen, ich wollte vorher die einfach alle im Internet lesen, die Antworten. Aber die sind in jedem Spiel anders. Das heißt, ich muss sie extra von Schwester zu Schwester rennen und gucken. Gut, was sind hier hinten für Felder? Aha. Oh, zweimal Totenkopf. Das ist doch zu riskant. Da gehen wir lieber den Weg hier. Ja. Wie viele Noten brauchst du dafür, um zu öffnen die erste Tür? Das hatten wir sogar. Da hatte ich nämlich zufälligerweise richtig geraten. 50. Sehr gut. Okay, und weiter geht's. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Ja. Okay. Das ist in Treasure Trove Cove. Der Leuchtturm ganz oben. Treasure Trove Cove. Ja, sehr gut. Weiter geht's. Wir sind ganz schön gut, ne? Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Na, mal schauen, wo das hier ist. Boah. Das ist doch bestimmt... Frisissi's Peak. Ich glaube, Frisissi's Peak oder Click Clock Wood. Ich sag mal Click Clock Wood bei dem Biber. Scheiße, es war doch Frisissi's Peak. Au. Die Menge hofft auf dein Versagen. Du wirst es sicher nie mehr wagen. Na, von mir aus. Oh. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Ja. Das ist im Fish Sissy's Peak. Das ist beim Schneemann hier, das, was da am Mund stecken hat. Fish Sissy Peak. Oh ja, das weiß ich. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang?
Ach, das ist das. Oh, wie hieß denn das? Das Walross im Fizzy Peak. Schlapper, der Tintenfisch, Wusser, das Walross. Okay, wir holen uns mal den Joker hier. Wenn du mich siehst am Zeitungsstand, welches Blatt habe ich in der Hand? Die Hexenrundschau, die bunte Hexenwelt, den Kesselkurier, die Hexenrundschau. Ah, das hat sich gelohnt. Wenn das Köpfchen zu sehr raucht, man immer einen Joker braucht. In Bubble Club Swamp, da singt ein Chor ohne Flöten. Was ziert den Panzer der Kröten? Eine Zielscheibe, eine Musiknote, ein Haarreif. Ich glaube, eine Musiknote. Das wäre das Sinnvollste. Oh ja, wir haben zwei Joker. Für jeden Joker, den du nutzt, wird eine Frage weggeputzt. Drücke B, um den Joker zu nutzen und dich mit Feigheit zu beschmutzen. Oh, sehr gut. Die Note hier brauchen wir noch nicht. Die Bienenwabe meine ich. Okay. Wer im Fizzy Peak den Gipfel erklimmt, der weiß auch, welche Aussage hier stimmt. Dort leben 5 Bären, dort leben 5 Schneemänner, dort leben 5 Eiswürfel. Hä? 5 Eiswürfel? Verstehe ich nicht. Welchen Berg? Die Rusty Bucket ist ein Tanker. Was findet man unterhalb vom Anker? Ein Delfin. Ganz klar. Gut. Das Leben können wir gebrauchen. Und jetzt ist hier wieder eine Zeitaufgabe. Da bin ich mal gespannt. Den Namen des Spieles rückwärts schreiben. Dann wirst du auf der Strecke bleiben. Ach du Scheiße. Was? Wollt ihr mich verarschen? Scheiße, ich hab daneben gehauen. Hä? Kazooie. Achso, mit E. Oh, ich bin so doof. Kazooie. Oh Gott, ist das wenig Zeit. Oh Gott, ist das wenig Zeit. Wo ist das zweite O? Wo ist das zweite O? Kazooie. Wo ist das Z? Wo ist das Z? Wo ist das Z? Da ist das Z. Wo ist das K? 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 Steht das K nicht? Ich sehe das K nicht. Da. Banjo. Wo ist das O? Wo ist das O? Wo ist das O? Wo ist das fucking O? Banjo. Oh Gott. Das habe ich nicht geschafft. Scheiße. Oh nein. Ich war jetzt am Anfang mit Kazooie irgendwie total verwirrt. Na gut, dann nochmal. Die Kröten singen das Lied vom Teich. Mache es ihnen gleich. Och du Scheiße. Oh Gott, noch auf Zeit. Oh Gott. Oh Gott, wird ihr mich verarschen? Das kann man doch nicht schaffen. Das schafft doch kein Mensch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube. Oh Gott. Und was war das letzte? Das ist das hier. Oh Gott. Na, Alter, ich wusste nicht, dass noch sowas kommt. Ich dachte, ich muss immer kämpfen. Okay, weiter geht's. Ja. Welche Aktion der frische Vogel bringt, wenn diese Melodie erklingt? Okay. Der Superknutscher, die Gummistiefel sind das natürlich. Das sind dafür relativ einfache Fragen anscheinend. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Okay. Boah, das ist schwer. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Click Lockwood mit Monster Menschen, Bubble Gloops, wer schon mal.
Ich will. Scheiße. Man sagt Click Clockwood. Oh, das ist sogar richtig. Oh mein Gott. Kann ich die durch den Joker einfach wegmachen, die letzte Frage? Ja. Dann mache ich die durch den Joker weg. Der Joker ersetzt ein Feld. Doch so wirst du nicht zum Held. Mir doch egal. Auch mit diesem Extra-Leben. Ja, ja, ja. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Boah, das ist in Rusty Bucket Bay in der Küche. Wir kommen relativ gut voran, hä? Hätte ich nicht gedacht. Mit Monster Mansion Rusty Bucket Bay. Ganz klar. Eine Honigfarbe. In der Rusty Bucket Bay ein großer Kühlschrank steht. Sage mir, was hier darin seht. Da sind Eier drin. Rote Filter und Kotillas, Schalottencreme. Blaue Eier waren da drin. Das habe ich mir nämlich auch gemerkt. Warum ich das noch weiß, ich weiß es nicht. Okay, noch eine Frage zu Kotillas. Ich habe den besten Hexenbesen. Wie schnell bin ich damit gewesen? Es ist einfach schnell wie der Schall. Und hier setzen wir natürlich die letzte Karte ein. Den letzten Joker, meine ich. Ja, ich habe das sogar in der ersten Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es in der ersten Folge einfach so packen. Mir langsam hier das Unheil schwant. Das hatte ich nicht eingeplant. Ich strebte nur nach dem Gewinn. Nichts anderes hatte ich im Sinn. Aus diesen Preisen könnt ihr wählen. Ich werde die Treppe hinauf mich quälen. Mich niemals jemand fangen kann. Schaut euch lieber den doofen Abspann an. Und da verschwindet sie. Welchen Preis nehmen wir? Kazooie, was meinst du? Welchen Preis suchen wir uns aus? Mich! Wie wäre es mit diesem komischen Ding? Wir können auch Tutti mitnehmen. Die meine ich doch. Kazooie. Mensch, können wir jetzt nach Hause gehen? Ich habe für heute genug Abenteuer erlebt. Was, du hast gar nichts gemacht? Klar, lass uns hier verschwinden. Oh yeah. Und das hier ist der Abspann. Ach Leute, das war doch ein tolles Spiel, oder? Ich habe es genossen und geliebt. Ach, die kleine Tutti. Why, die ist George Blubber. Oh, das sind jetzt die ganzen Namen, die mitgemacht haben. Die haben doch alle anscheinend Spitznamen. Keyboard Trapper, Chris Snacker. Okay. Gut, dann genießt den Abspann. Das war jetzt gerade keine Dose von irgendwas. Nicht irgendwie ein Energy Drink oder so. Nein, das hört sich nur so an. Na, Mumbo? Thank you.
Beeilung, ich will nach Hause, Banjo. Oh, es geht nicht schneller. Halt, wir haben eine Karotte ausgelassen. Oh, das wäre erledigt. Und wir haben das nicht gegessen. Nicht kaputt gemacht, egal. Hey, ihr beiden, lass uns feiern. Genau, jetzt steigt die Party. Oh Gott, der arme Fisch auf dem Grill. Oh, wie cool. Bär und komisch Vogel und Mumbo viel geholfen, Hexe zu besiegen. Ja, aber ohne meine coolen Moves hätten sie es nie geschafft. Vorsicht, Freunde. Banjo und ich sind die wahren Helden des Spiels. Oh yeah. Was steckt ihr denn für eine Party? Die Hexe ist entkommen. Macht dem Grauen ein Ende. Hä? Ich habe keine Lust. Und ob du Lust hast, auf in den Kampf. Wir haben so wohl etwas vorheilig eine Party gefeiert. Ja. So viel dazu. Das Spiel ist noch nicht zu Ende, meine lieben Freunde. Denn das eigentliche Finale geht jetzt erst los. Die liebe Grundhilda hat sich nämlich einfach aus dem Staub gemacht und ist hochgerannt. Ja, die wollen wir natürlich auch noch besiegen. Und das machen wir in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge oder in der überübernächsten Folge. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauchen werde. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Und bis dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Banjo-Kazooie. Bye.